Sein Rat ist im Moment gerade mal wieder ganz besonders gefragt, weil er bis heute als der Mann gilt, der Fußball lesen kann wie kaum ein anderer. Nur ein Titel fehlt in seiner großen Karriere, nämlich der, der am Samstag in London ausgespielt wird. Herzlich willkommen also einem großen Sportler, der auf die Frage, was er nach seiner aktiven Karriere plane, die schöne, schlagfertige Antwort gab: Schiedsrichter kommt nicht in Frage, lieber etwas, was mit Fußball zu tun hat. Lothar Matthäus, schön, dass du da bist. Lothar, bist du auch in Venedig oder guckst du Fußball? Ja, ich bin in London. Im Stadion? Ich bin am Arbeiten für Sky, ja, das ist richtig. Und ich würde sagen, vieles spricht für Bayern. Aber die Sympathien in Deutschland liegen bei Dortmund. Ich glaube, der Großteil der Deutschen drückt den Dortmund in den Daumen. Das war ja schon immer so. Den Schwächeren drückt man die Daumen. Und die Bayern haben eine fantastische Saison gespielt. Das wissen wir. Viele spricht dafür. Sie haben Rekorde aufgestellt. Sie haben fantastischen Fußball gespielt. Die haben Barcelona auseinandergenommen. Die haben Juventus Turin demontiert. Also alles spricht eigentlich für Bayern. Aber es ist ein Endspiel. Guck dir das mal an, und wie Frau Sinschmuth Lothar Matthäus anhimmelt in dieser Situation. Und im Endspiel hat es schon viele Überraschungen gegeben. Ich denke an 1997, wo Dortmund als Außenseiter gegen Juventus Turin gewonnen hat. Ich war im Stadion, ich habe meinen Augen nicht getraut, dass Dortmund dieses Spiel gewinnt. Ja, Juventus, eine große Mannschaft damals, Dortmunds Außenseiter, Lars Rick mit 19 Jahren, das entscheidende 3:1. Also Dortmund hat im Endeffekt nichts zu verlieren bei dem Spiel, Punkt 1. Punkt 2. Wenn sie lange Zeit ein 0:0 halten und Bayern München hat in den letzten 3 Jahren 2 Champions-League-Endspiele verloren, dann können die auch nervös werden, auch wenn die Mannschaft zu stabil wirkt. Aber ein Champions-League-Endspiel ist nicht ein normales Bundesligaspiel. Und wie gesagt, ich wünsche mir ein tolles Spiel für den Fußballfan mit einigen Toren und der Bessere soll einfach gewinnen. Oh. Am Ende gewinnt in aller Regel der Bessere. Matthias Reim macht schon so, Lothar Matthäus hat es ja erlebt, zweimal, ne? Zweimal verloren, Champions League Finale verloren. 1987 gegen den FC Porto in Wien und dann natürlich 1990 das Dramaspiel in der Verlängerung noch Barcelona. Manchester United hier, ihr Verein noch in der Nachspielzeit 2 Tore geschossen. Schlimm. Wir waren eigentlich, wir haben eigentlich schon gefeiert. Vielleicht haben wir auch schon zu früh gefeiert und waren nicht mehr bei der Sache. Auf jeden Fall warst du schon draußen, ne? Ja, ich war draußen nach 80 Minuten, haben wir den Wechsel vorgenommen. Also ich habe 80 Minuten lang die Champions League gewonnen, aber in den letzten 40 Minuten hat Bayern München die Champions League verloren. Ja. Nein. Also träumst du manchmal noch davon? Nein, absolut nicht. Ich bin mit meiner Karriere auch ohne diesen Titel hochzufrieden. Ich habe sehr viel erreicht. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte meine Liebe zum Fußball auch nach außen demonstrieren. Leidenschaft. Ich klappe dich heute noch. Pass auf. Diese Bilder schauen wir uns jetzt noch mal an, Lothar. Und dann sagst du mir noch mal, dass dir das nichts mehr ausmacht. Ich träume noch heute nicht mehr davon. Damals, natürlich, im Moment. Wir helfen jetzt nach, dann träumst du gleich richtig schlecht heute. Pass auf. Jetzt geht's los. Wahnsinn. Können wir jetzt mal das Gesicht von Kate Upton in Großaufnahme zeigen, direkt dagegen? Ich darf mich ja freuen. Ja, natürlich. Warst du damals im Stadion? Nee. Nein? Aber was war damals los zu Hause in Manchester? Wow, Wahnsinn. Also für uns war das klar. Das war aber eigentlich genauso schockierend. Ich denke, das war dieser Schockzustand, weil man... Genauso wie du dich schon gefreut hast, dass du gewonnen hast, habe ich schon getraut, dass wir dann das Ding verloren haben. Und das war irgendwie dieser Schock, dass man erstmal realisieren muss, das haben wir jetzt gerade gedreht. Und das hat man auch bei den Spielen gesehen, das war einfach Fassungslosigkeit. Guck mal, Lothar bewirbt sich gerade um die Kanzlerschaft, macht die Raute hier, guck mal. Guck mal. Herr Blume. Ja. Ja. Wenn du das siehst, ist doch Wahnsinn. Also da stehst du daneben, man hat dich eben auch kurz gesehen und siehst, was da gerade passiert. Wann realisiert man das, was da eigentlich gerade passiert ist? Ja, in diesem Moment hatte man nur eine Enttäuschung und war fassungslos. Realisieren tut man das eigentlich erst nach einigen Tagen, nach einigen Wochen. Ja, und man muss natürlich, aber im Fußball geht es genauso weiter wie in der Politik. Ja, mit Niederlagen stärken dich. Und der FC Bayern hat ja dann 2 Jahre später, leider dann ohne mich, weil ich hatte dann meine Karriere schon, ich habe ja gerade gehört, als 38-Jähriger macht der Körper nicht mehr so mit. Und 2 Jahre später hat dann die Mannschaft gegen Valencia in Mailand den Titel geholt. Und ohne deinen ausgelaugten Körper. Genau, richtig. Und wahrscheinlich hat diese Niederlage auch ein bisschen dazu beigetragen, noch stärker motiviert zu sein, aus diesen Fehlern gelernt zu haben. Und dann hat Bayern sich das geholt, was wir eigentlich 2 Jahre vorher
aufgrund des Spielverlaufes eigentlich schon verdient gehabt hätten. Das hat Hasan Salihamidžić hier bei uns in der Sendung erzählt, dass es genauso war, dass diese Niederlage eigentlich diese Mannschaft noch mal richtig geformt hat. Herr Blome, die Kanzlerin hat sich auch angekündigt. Sie sind ja oft dabei im Kanzlerjet auch. Die guckt wirklich gerne und begeistert Fußball und hat auch Ahnung von Fußball? Also auf alle Fälle guckt sie gerne und echt mit Akribie. Und wann immer sie Zeit dafür hat, und offenkundig geht sie bis in Kabinen von Nationalmannschaften. Ja, ja, da war aber der Helmut Kohl auch früher, also nicht nur die Frau Merkel. Ja, aber ich weiß nicht, ob es so ungefähr halb unter der Dusche auch war, der Helmut Kohl, ich weiß es nicht. Ja, ja, in Rom nach dem Endspiel war Helmut ganz nah bei uns und wir Spieler waren ja auch nur leicht begleitet, vielleicht auch nur noch ein Handtuch herum. Also Helmut Kohl war auch in der Kabine und hat mit uns gefeiert 1990 den WM-Titel. Vielleicht war er auch Fußballfan. Ich war also, ja, aber ich was ist das für ein, Entschuldigung, muss ich einmal kurz einhaken. Ja, was ist das für ein Gefühl, wenn man da so steht, wie Gott einen geschaffen hat und plötzlich steht der deutsche Kanzler vor dir? Ja, darf er ja, haben wir ja nichts dagegen. Wir haben gemeinsam gefeiert und natürlich sind wir nicht in der Kabine angezogen und haben uns hingesetzt und auf den Kanzler gewartet. Ja. Wir haben diesen Erfolg gefeiert, den letzten Weltmeistertitel für Deutschland. Und natürlich war es schön, dass er gekommen ist. Und wenn ich die Frau Merkel immer wieder verfolge auf der Tribüne, sie ist wirklich mit Begeisterung dabei. Und ja, das macht sie für mich auch sympathisch. Ist es wahr, dass Sie sogar, Lothar kennt ein bisschen die Situation auch mit Mario Götze, das, was Frau Süssmuth gerade angesprochen hat. Ne? Du warst ja, in der ähnlichen die Situation mit Lewandowski. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Was ist denn jetzt? Okay, lass uns erst darüber reden. Was ist mit Lewandowski? Du hast gewettet? Ja, wir haben gar nicht gewettet. Doch, Präsidenten des FC Bayern, Uli Hoeneß, eine Wette damals angeboten. Er hat sie aber nicht angenommen über die Bild-Zeitung, weil er mich attackiert hat, weil ich diese Meldung vielleicht, bevor es der FC Bayern bekannt geben wollte, durch meine Informationsquellen und in einer journalistischen Tätigkeit, muss man ja dazu sagen, bei Sky, absolut, muss ich eben dann eben auch mal irgendwas loslassen, was vielleicht dem FC Bayern in diesem Moment nicht so unbedingt gepasst hat. Ja, du hast gewohnt zurückhaltend einfach gesagt, das wie ist immer, so. Wie immer. 10.000 Euro, der Lewandowski kommt zu Bayern. Genau. Ich sag's euch schon mal, nur für den Fall, dass ihr es alle noch nicht wisst. Und die Reaktion aus Bayern war ebenfalls zurückhaltend wie immer. Bitteschön. So, und jetzt soll Robert Lewandowski kommen, lieber Uli Hoeneß. Ist das das Antrittsgeschenk für Pep Guardiola? Also das sind Gerüchte und ich denke, Lothar hat jetzt in den letzten Monaten immer sich sehr mit Frauen beschäftigt und jetzt plötzlich diskutiert er über neue Spieler beim FC Bayern. Scheinbar hat er sein Jagdfeld etwas verändert. Und hast du deshalb Uli Hoeneß bei der Steuer angeschwärzt? Spaß. Fangen wir mit Spaß. So. Lothar, erzähl, kommt er jetzt zu Bayern oder nicht? Ja, es steht ja jeden Tag eigentlich in der Zeitung drin, dass Lewandowski, und das habe ich auch damals gesagt, mit Bayern einiges, ich habe heute auch wieder gelesen, er will nur zum FC Bayern. Ja, und die Frage ist natürlich, weil er bei Dortmund einen Vertrag hat, ohne eine Ausstiegsklausel, wie es Mario Götze hat mit den 37 Millionen. Deswegen ist er natürlich schon ja, abhängig von Borussia Dortmund. Dortmund ist natürlich jetzt noch ein bisschen angesäuert, weil das mit Mario Götze jetzt auch ja nicht so gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Und Lewandowski auch noch im gleichen Jahr an Bayern zu verlieren. Machen da die Fans mit? Kann sich das Dortmund erlauben? Das ist jetzt die Frage. Entweder jetzt nach der Saison mit einer Ablösesumme oder im nächsten Jahr, wenn der Vertrag ausläuft, ohne Ablösesumme. Das, also dein Tipp jetzt, die Wette steht noch, das Angebot. Ja? Du glaubst, Lewandowski geht nach München? Lewandowski geht für mich zu 99,9% nach München. Sehr gut. Du ziehst das durch, das finde ich sehr gut. Die Götze-Situation, Lothar, kennst du. Ja. Also Götze bleibt sozusagen das jetzt erspart, was du erleben musstest. 84, Borussia Mönchengladbach. Im letzten Jahrhundert war das. Ja, gut, ich kann es nicht ändern. Ja, Helmut Kohl war auch im letzten Jahrhundert bei uns in der Kabine gestanden, okay? Ja, genau. Wir werden älter. Ja, Mario Götze natürlich bleibt ihm was erspart, was ich erleben durfte. So, und zwar letztes Spiel, Finale gegen den neuen Club. Ja. Und du wechselst es damals ja von Gladbach nach Bayern. Ähnlich talentiert, hoch gehandelt wie dieser Mario Götze. Mhm. Allerdings eine andere Ablösesumme. 2 Millionen Mark, nicht 37 Millionen Euro. Genau.
Treibt einem das manchmal das Wasser in die Augen, wenn man diese Summen hört heute? Nee, absolut nicht, weil der Kuchen hat sich auch verhältnismäßig so vergrößert, dass die Gehälter, die Ablösesummen eigentlich identisch sind vom Verhältnis her wie die vor 30 Jahren. Mhm. Also da treibt es keine Tränen in die Augen. Ich freue mich, dass sich der Fußball ja auch so entwickelt hat, weil wir profitieren ja auch davon, auch klar, im Nachhinein. Und wir alle haben ja auch großen Spaß daran. Aber trotzdem die Frage, wenn man dann in so ein Endspiel geht, mit dieser, Endspiel ist ja eh Nervenbelastung ohne Ende, und dann noch in dieser besonderen Situation, mit diesem besonderen Druck, das heißt, wenn du ein Tor schießt für deinen noch aktuellen Club, machst du deinen neuen Club schwach und umgekehrt wird man dir sowieso alles andere als Hochverrat auslegen. Wie geht man da rein? Also Punkt eins, ist man ja zu dem Zeitpunkt noch Profi beim Ex-Verein sozusagen, also bei deinem Arbeitgeber. Und ich bin mit voller Konzentration in dieses Spiel hineingegangen, wollte natürlich dieses Spiel gewinnen, weil dann kommst du nach München und bist schon im Endeffekt der Gewinner. Wenn Götze jetzt spielen hätte können für Dortmund am Samstag, was ihm ja erspart bleibt durch seine Verletzung, er wäre als Sieger nach Dortmund gekommen, von Dortmund nach München gekommen. Er hätte schon ein anderes Standing bei Bayern München gehabt. Es wäre keiner sauer gewesen. Wir akzeptieren ja den sportlichen Ehrgeiz, dieses klar, Fair Play. Aber stell dir mal vor, der schießt die ab. Ja, und Götze ist der Matchwinner. Dann schießt er sie ab, dann hat er in München schon ein Standing, das er dann als ein sehr gutes, weil wenn er als Verlierer zu einer Gewinnermannschaft, zu einem Champions League-Sieger kommen würde, dann müsste er um seine Position fighten. Muss er so auch. Aber er kommt schon mit einer anderen Vita hin. Ich habe die Champions League vor 2 Monaten gegen euch gewonnen. Ich, Mario Götze. Und dann kommst du natürlich mit einem Selbstvertrauen hin. Ich am Anfang bin hingekommen, ja, so klein. Ich habe vor 2 Monaten ein Pokalendspiel gegen euch verloren. Habe noch einen Elfmeter verschossen. Also es war kein gutes Gefühl, wie ich damals beim FC Bayern angefangen habe. Das kann ich mir vorstellen. Aber ich kann mir auch vorstellen, wie du dich gefühlt haben musst, als du zu diesem Elfmeter angetreten bist, den wir jetzt sehen. Lothar Matthäus, Endspiel, Pokal. Pokalfinale 84, Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München. Bitte schön. Jetzt gilt nur, wer die besseren Nerven hat, den besseren, vielleicht den glücklicheren Torhüter. Pfaff gegen Matthäus. Der Mann, der den Verein wechselt von Borussia zu den Bayern. So. Ja. Hart. Hast du absichtlich verschossen oder? Die nächste Frage bitte. Ich finde das so wahnsinnig, oder? Dass einem das ja danach unterstellt wird, das ist ja absurd. Natürlich tritt man als Sportler da an und sagt, ich will den da reinmachen. Genau, das habe ich ja gerade auch über Götze gesagt. Ja, Götze hätte sich auf dieses Spiel ganz sicher gefreut und hätte auch alles gegeben für Borussia, um eben einen tollen Abschied zu haben. Er ist ein Dortmunder Junge. Natürlich, die Verlockung war groß. Er hat das Angebot vom FC Bayern angenommen, aus verschiedenen Gründen. Vielleicht sieht er eine bessere Perspektive. Es gibt ganz sicher auch ein bisschen mehr Gehalt. Und das ist doch völlig normal. Das ist ein normaler Werdegang, der in der ganzen Bundesliga passiert. Was Dortmund gestört hat bei dieser Sache, war ja nur, dass man bei Bayern München nicht sofort, wie man mit Götze einig war, sofort angerufen hat, sondern ein bisschen Zeit vergehen hat lassen. Und das war einfach das, was so ein bisschen der komische Beigeschmack war. Ja, und auch die Umstände, wie das dann alles so ans Licht gekommen ist, auch in welchem Umfeld. Ist denn schon klar, dass der Götze wirklich nicht spielt? Wahrscheinlich ist das eine brutale Laienfrage. Aber wenn es Politik wäre, dann wäre das gegebene Erwartungsmanagement, in Anführungsstrichen, die andere Seite im Glauben zu lassen, der beste Spieler bleibt draußen und April. Nein, Götze dann läuft er nachher nicht auf und Götze dann wird machen sich die Bayern womöglich doch noch in die Hose, wenn der Nein, Spieler ich glaube sogar für Dortmund ist es besser, dass Götze nicht spielt, weil er gar nicht fit sein kann. Er ist seit 3 Wochen verletzt, er hat einen Muskelfaserriss gehabt, bekommen beim Spiel bei Real Madrid, nach 15 Minuten ausgewechselt. Und wenn ein Spieler 3 Wochen nicht trainieren kann, im Vollbesitz seiner Kräfte, keine Spielpraxis hat und dann noch mit dieser Belastung ins Spiel geht, mit dieser psychischen Belastung, sein letztes Spiel für den alten Arbeitgeber und dann zum Konkurrenten zu wechseln. Einerseits ist es, glaube ich, ganz gut, dass er nicht spielt. Andererseits hätten wir ihn natürlich alle gern gesehen, weil er ist einer der besten Spieler Deutschlands. Aber in einer 100%ig körperlichen Verfassung. Ja, wir wissen ja, was wir gut machen. Wir haben eine sehr gute Nachwuchsarbeit. Dieses Konzept Deutscher Fußballbund, Liga, Vereine, mit dieser Nachwuchsarbeit, davon profitieren wir. Und deswegen haben wir auch eine starke Nationalmannschaft. Und nicht nur in diesem Jahr, sondern schon seit Jahren, die uns ja alle begeistert. Bei jedem großen Turnier
haben zwar keinen Titel erreicht, aber sie spielen tollen Fußball, traumhaften Fußball. Wenn ich diese Fanmeilen sehe, in München auf der Leopoldstraße, in Berlin, in Hamburg, alles voll, sowas hat es früher nicht gegeben. Und die Leute sind mit einer Begeisterung dabei. Und das ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass wir im Nachwuchs hervorragende Arbeit betreiben. So viel zu diesem Thema. Bei Kate Abdo, der wir ein schönes Wochenende in Venedig wünschen, Kate. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Lothar Matthäus. Vielen Dank, Lothar, für deine Einschätzung, für das, was da am Wochenende in London passiert.